Hallo, herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien e.V. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, heute steht mal wieder der Flipchart hier. Und immer wenn wir einen Flipchart haben, gibt es etwas zu erklären, was man mit Bildern, mit Zahlen besser machen kann, als wenn ich nur spreche. Und zwar wollen wir heute mal einer Frage auf den Grund gehen, die immer mal im Coaching gefragt wird, die aber auch immer mal als E-Mail kommt. Und zwar, wie ist es denn, macht es eigentlich Sinn, wenn man ein Portfolio hedgen möchte, dass man auf der einen Seite einen langlaufenden Put kauft und um das Ganze zu finanzieren, dass man dann kurzfristige Puts dagegen schreibt? Wir schauen uns das mal an einem Beispiel heute an. Jetzt geht's los. Also, wir schauen uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Und zwar, wir nehmen natürlich, das kann sich jeder vorstellen, am besten wieder den Spider, also SPY. Der Spider aktuell ungefähr so bei 245. Ne? So, und jetzt ist also die Idee, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel ein Aktienportfolio und jetzt möchte ich mir einen Put kaufen. Und zwar einen sogenannten Leaps-Put. Ne? Leaps, das wisst ihr, das sind diese langlaufenden Optionen. Und die laufen ja teilweise bis zu 2 Jahren. Im DAX gibt es sogar welche bis zu 4 Jahren. Und dann kaufe ich, um einfach, wenn der Aktienmarkt drunter geht, mein Portfolio abzusichern. So, und jetzt wissen wir aber alle, das kostet natürlich Geld. Und deswegen ist die Idee, kann ich denn da nicht dagegen, also wenn ich jetzt sage, hier den kaufe ich, kann ich denn da nicht dagegen vielleicht einen kurzfristigeren Put verkaufen, um ein bisschen Geld einzunehmen. Und wenn ich das ja immer wieder mache und der Aktienmarkt zum Beispiel gar nicht runtergeht, dann kriege ich ja diese Kosten hier, dieses Leaps, irgendwann rausfinanziert. Und ich habe mir einfach mal ein paar Zahlen herausgesucht, weil ich finde, an so Zahlen wird das immer am deutlichsten, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Vorweg natürlich immer nochmal die Erinnerung. Es gibt an der Börse einen sehr, sehr alten, aber einfachen und sehr sinnvollen Spruch, und der heißt, there is no free lunch. Soll heißen, es gibt nichts umsonst, es gibt keine Geschenke an der Börse. Ne? Und wenn man sich das vor Augen hält, dann wird von vornherein immer schon so ein bisschen klar, alles, was in der ersten Überlegung zu gut ausschaut, ist dann meist auch zu gut, nämlich zu gut, um wahr zu sein. Und deswegen schauen wir uns das mal hier an. Also, wir haben den Spider ungefähr bei 245 und ich habe mir jetzt überlegt, okay, wir würden beispielsweise jetzt einen At-the-Money-Put kaufen, hier so einen Leaps-Put, bis in den Dezember 2018, und zwar einen 245er Put, und der kostet uns aktuell ca. $16. Heißt also, ungefähr $1.600 würde der kosten. Das ist also das, was wir ausgeben. Damit hätten wir den S&P 500 in Form des Spiders bis in den Dezember 2018 gehedged. Okay, jetzt ist natürlich so, $1.600, das ist eine Menge Geld. Also könnten wir doch jetzt hergehen und könnten sagen, okay, wir kaufen uns oder wir verkaufen jetzt einen kurzfristigeren Put. Jetzt habe ich einfach einen genommen, so mit der klassischen Restlaufzeit, die wir ungefähr nehmen, immer 45 Tage, den ich jetzt herausgesucht habe, der hat 40 Tage, also wollen wir jetzt nicht das jetzt auf den Pfennig machen. Und zwar habe ich mir überlegt, welchen würdest du machen? Natürlich jetzt nicht genau am Geld, macht ja keinen Sinn, sondern klassisch erste Standardabweichung, also einen 2,35er Put. Und der kostet aktuell ungefähr $1. Das heißt also, unterm Strich hätten wir einen Aufwand von $1.500. Ne? Wir bekommen 16, Entschuldigung, wir müssen 16 bezahlen. Einen bekommen wir. Wir hätten quasi unseren Hedge schon mal reduziert um $100. So, und jetzt ist ja die Überlegung, dass man sagt, naja gut, das können wir ja jetzt im Grunde Monat für Monat für Monat machen. Ne? Aber jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen nachdenken, stimmt denn das überhaupt? Und dazu überlegen wir mal einfach, was haben denn diese beiden Optionen, die wir dann hätten, was haben die denn für Auswirkungen? Oder beziehungsweise, was bedeutet denn das? Fangen wir mal an mit dem, ich schreibe es jetzt hier mal hin, mit dem Long Put, mit dem 2,45er. Immer wenn wir einen Put kaufen, haben wir ein Recht. Und in dem Falle, wenn wir einen Put kaufen, haben wir das Recht, wenn wir einen Put kaufen, haben wir das Recht, also das Underlying, in dem Fall den Spider, 100 Stück davon, zum Preis von 245 zu verkaufen.
Das heißt, hier können wir bei 245 verkaufen. So, und dann haben wir jetzt hier noch den Short Put. Der ist bei 235. Und hier haben wir die Verpflichtung auf Anforderung zu kaufen. Und zwar eben auch wieder diese 100 Stück. Und jetzt überlegen wir mal, was jetzt passiert. Angenommen, der Preis läuft seitwärts. Naja, was wird passieren? Der wird wertlos verfallen. Wir können einen neuen machen. Preis geht nach oben. Auch alles okay. Der wird verfallen. Wir können einen neuen machen. Was ist aber, wenn es runtergeht? Ne? Jetzt überlegen wir das mal. Also angenommen, der Preis fällt, sagen wir mal, hier auf 230 zum Verfallstag. Ne? Was passiert dann? So, dann passiert Folgendes. Was wir müssen. Als allererstes müssten wir long gehen im Spider bei 235. Das heißt, wir kriegen 100 Stück eingebucht bei 235. Wir sind plötzlich 100 Aktien long. Und da der Plus bei 230 ist, entsteht also hier ein Minus von 5 pro Stück. Also $500 durch den hier. So, jetzt ist auch nicht so tragisch, weil unser 245er Long Put, der ist natürlich jetzt im Geld. Das heißt, der hätte einen Wertzuwachs erzielt. Und wir könnten jetzt, wenn wir die 100 Stück Spider nicht haben wollen, könnten wir den jetzt einfach rausgeben. Das heißt, wir können sagen, okay, dann verkaufen wir eben einfach an der 245 das Ganze. Und dann haben wir 100 Stück Short, 100 Stück Long und damit sind wir ausgeglichen. Und da der Preis ja hier bei 230 ist, würden wir also 15 Gewinn machen. Also 1500 Gewinn. Und das heißt, unterm Strich würden wir einen 1000er Gewinn machen. Aber, stopp, haben wir jetzt wirklich Gewinn gemacht? Aus dem Trade an sich haben wir schon $1000 Gewinn gemacht. Aber nicht vergessen, für den mussten wir ja auch 1600 bezahlen. Für den haben wir nur 100 bekommen. Die Optionsprämien sind weg. Das heißt, ursprünglich standen ja hier 1500 Aufwand im Raume. Und das heißt, unterm Strich haben wir jetzt trotzdem ein Minus von $500 gemacht. So, und das bedeutet also, wir haben jetzt vermeintlich einen Hedge aufgesetzt. Ne, wir wollten ja eigentlich einen Underlying, den S&P hedgen. Jetzt hat uns dieser Hedge aber am Ende sogar durch diesen geschriebenen Put, den wir ja irgendwie mitmachen müssen, sogar am Ende noch Geld gekostet. Ne? Das heißt, wir haben zwar jetzt unsere Kosten letztendlich reduziert von ursprünglich 1500 auf nur noch 500, aber wir haben keinen Hedge mehr im Markt, wir haben trotzdem $500 verloren und wenn wir jetzt den Gegenwert von 100 Spider-Aktien im Depot haben, dann haben wir überhaupt keinen Hedge. Das heißt also, das Ganze hier macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Es klingt zwar gut, dass man sagt, ja, ich kaufe mir einen Put und den finanziere ich dann immer so ein bisschen dagegen, aber wenn es dann wirklich runtergeht, dann nützt der mir gar nichts mehr. Ja? Das heißt also, das macht aus meiner Sicht heraus, wenn man es so laufen lässt, überhaupt keinen Sinn. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, was ist denn, wenn es nicht runtergeht? Ja, okay, dann ist es auch gut. Aber jetzt müssen wir uns mal Folgendes überlegen. Was wäre denn das ideale Szenario? Das ideale Szenario wäre doch, der Spider ist bei 245. Wir haben diesen Long Put bei 245 und jetzt schreiben wir permanent Short Puts hier dagegen und die bringen uns halt immer wieder $100. Ne? Vielleicht bringen sie mal 150, mal nur 80, sagen wir immer mal 100. Wir wissen aber, der hat 1600 gekostet, das heißt, wir müssen das 16 Mal hintereinander machen, um die Prämien reinzukriegen. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir 16 Mal das bei dem Stand machen können? Wenn es runtergeht, haben wir gerade schon gesehen, könnte es problematisch werden. Was ist jetzt denn aber, wenn es hochgeht? Stellen wir uns doch mal vor, der Preis geht hier auf 270. Ne? Ja, dann sieht es natürlich noch blöder aus, denn dann haben wir immer noch einen langlaufenden Put drin bei 245, der jetzt aber weit unterhalb liegt. Das ist plötzlich aus dem At the Money ist ein Out of the Money Put geworden. Und wir müssen vielleicht jetzt Puts schreiben, die oberhalb sind. Und beim ersten Szenario, wenn es gleich am Anfang runtergeht, da hatten wir das hier, dass wir sagen, okay, wir können an der Stelle verkaufen
Und hier unten müssen wir kaufen, das heißt, wir erzielen einen Gewinn. Wenn das jetzt aber nach oben geht, das Ganze, dann sieht das plötzlich so aus, wir müssen hier oben kaufen, weil wir nämlich hier plötzlich den Short Put haben. Und hier unten müssen wir verkaufen, weil wir hier den Long Put haben. Und jetzt entsteht hier kein Gewinn mehr, sondern jetzt entsteht hier ein Minus. Und deswegen ist es halt so, dass solche Trades aus meiner Sicht, wenn man sie so pauschal aufsetzt, keinen Sinn machen. Ne? Man kann das Ganze noch ein bisschen verbessern, indem man beispielsweise noch mit dem Underlying arbeitet, das Underlying noch mitkauft und verschiedene Szenarien durchspielt. Da müssen wir jetzt aber mal schon ein bisschen dann mehr ins Detail gehen. Aber einfach eben so pauschal, ach, ich kaufe mir einen langlaufenden Put, der hedgt ja mein Portfolio ab und damit dieser Hedge nicht so teuer wird, schreibe ich immer noch so ein bisschen was dagegen. Das funktioniert aus meiner Sicht heraus leider nicht. Wenn ihr jetzt andere Ideen dazu habt, wenn ihr andere Meinungen dazu habt, ne, schreibt mir mal in die Kommentare, wie man das machen könnte, aus eurer Sicht heraus. Und ich schaue mir das Ganze an und dann können wir die ein oder andere Idee hier mal aufgreifen und hier auf dem Kanal weiter besprechen. Und der Spruch, there is no free lunch, da seht ihr, das stimmt ganz einfach. Ne? Viele Ideen, die am Anfang wirklich so simpel klingen, oh, da machst du das, da kann doch gar nichts passieren. Doch, es kann eine Menge passieren, wenn man sich nicht genau durchdenkt, was habe ich denn da eigentlich im Portfolio. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche. Viel Erfolg an den Börsen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.